Moin zusammen und herzlich willkommen zu Fersengold TV Folge 150. Wir haben also Jubiläum. Darin geht es heute darum, dass wir alle beim Songwriting Bandcamp in den Harz gefahren sind. Mit dabei war auch unser Produzent Hannes, mit dem wir an ein paar neuen Ideen gearbeitet haben. Und ich muss auch sagen, ist echt viel Schönes bei rumgekommen. Ja, im Voraus haben wir uns natürlich alle auf Corona testen lassen, damit da auch keine Probleme auftreten. Aber seht selbst, schaut rein, viel Spaß dabei. Der offene Lurch nach vorne, ne? Der offene Lurch nach vorne. Kommt da rein? Ja. War das denn der richtige Haken? Hier sind lauter Haken. Ich habe jetzt, hier sind verschiedene Haken und wir müssen jetzt mal eben überlegen, was gut ist. Jetzt können wir das Ding dahinter schmeißen. Sieht irgendwie nicht ganz richtig aus, aber... Nummer zwei! So, da hinten kommt schon das nächste Schneeopfer. Alex und Malte. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben die gerade rangemacht. Die Schneeketten. Habt ihr noch mehr Ketten mit? Nee, nur den einen Satz. Oh. So, Karre läuft wieder. Yeah! Ketten, Rocket und Snow Train. Technisch begabt, wie wir sind, haben wir das Problem sofort quasi. Ja, ich habe daneben gestanden und die Kamera gehalten, aber ihr habt das toll gemacht. Wurde Schnee ausgezeichnet. Ja, also ich, vorhin habe ich noch gelacht und gedacht, Schneeketten. Danke fürs Versauen meines Bildes. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Prost. Einzugsgeschenk. Also das ist hier der Raum, in dem wir wahrscheinlich am meisten Zeit verbringen werden. Da ist der hinten, Eike steht vorm Instrumententisch. Ja, da lagern unsere Instrumente. Hier machen wir ein paar Aufnahmen, hoffentlich ganz viele. Mal gucken. Mal sehen, was bei rauskommt. Ja, entweder suchen oder auf die Dominante einfach stumpfen. Dominante liegt fürs Glas. Echt? Das ist wie so. Meinst du? Wenn du Dominante liegt fürs Glas, das klingt so, das klingt für mich sehr abschließend. Das klingt für mich so nach, okay, jetzt das, okay, das wäre die Idee gewesen sogar. Ach, da willst du aufhören? Also wäre mein Vorschlag, weil man so das Gefühl hat, also ich will so ein Edge. Aber Moment erzielen, wo der Hörer das Gefühl hat, jetzt ist das Lied zu Ende, weißt du? Und dann kommt so ein Ultra-Poser-Film vor dem Herrn. Und dann geht's wieder volle Kanne ab, so von 0 auf 100. So, gucken wir uns mal um. Da sitzt jemand am Kamin. Und übt. Es riecht, als würde gekocht werden. Riecht ja lecker hier. Ja, ich bereite gerade eine Bolognese vor. Oh, Bolognese. Aber ich muss jetzt eben den Rotwein holen. Alles scheint so schnell. Alles dreht sich wild mit meinen Fliehkräften im Kreis. Also das gibt's erst morgen. Weil das ist, wir haben Hackfleisch gestern gekauft und muss natürlich jetzt gebraten werden, aber besser heute, ist das. Heute gibt es eigentlich das hier. Ah, So, vorher einmal abschmecken. Ja, jetzt noch zu viel.
gestern eine halbe Flasche Wein durchgetrunken. Also gestern war der erste Abend, wir sind gestern erst angekommen. Und dann haben wir uns gestern zusammengesetzt und haben mal alle Ideen, die es bisher gibt, mal gesichtet oder angehört. Schon bemerkt, dass einige von uns, oder eigentlich alle, auch echt so ein bisschen darunter gelitten haben, dass wir so lange voneinander isoliert waren. Das würde hier zwar niemand zugeben, aber ich glaube, wir haben uns hier alle so ein bisschen auch gegenseitig vermisst. Und das Touren und das Spielen und so und einmal alle paar Monate ein Online-Konzert, das reicht halt nicht, ne? Das Gute ist, dass jeder hier so sein ganz persönliches Reich hat, oder jeder hat sein eigenes Zimmer. Das heißt, jeder hat so ein bisschen Privatsphäre und das Haus ist groß genug, dass man sich hier zur Not auch aus dem Weg gehen kann. Aber es ist perfekt. Also für uns ist das jetzt so als Bandcamp-Haus, in dem wir uns aufhalten, Songs schreiben, miteinander quatschen und essen, ist das einfach super. Und das ist jetzt für dieses Wochenende unser neues Zuhause, zumindest für ein paar Tage. Und sehr schön. Ja, sehr schön haben wir hier, ne? Findest du? Ja, finde ich auch. Draußen schneit, ne? So. Hier drin ist zwar ein bisschen kalt, so. Ich glaube aber, andere Zimmer sind kälter als meine. Ich habe zum Glück eine Heizung. Hannes Zimmer zum Beispiel. Ja, also gefühlt war das wie draußen, als ich da reingegangen bin. Hannes hat das Turmzimmer und da oben gibt es keine Heizung. Und er hat heute Nacht drin geschlafen und hat drei Decken benutzt. Ich glaube, er hat gesagt, es geht jetzt. Hoffen wir mal. Film. Versteckte Kamera. Und ihr merkt es nicht. Das ist gemerkt. Ein Problem mit drei Wörtern. Mit einem Ausruf vor einem Refrain. Wie kann das denn sein? Drei Wörter, das kann doch nicht schwer sein. In diesem Fall schon. Wegen die Rhythmik. Ach, da war ja was. Und eine Sache, diese Glaube-mir-Zeile, also ich finde eigentlich alles ziemlich genagelt in Glaub es mir. Habe ich irgendwie so ein komisches. Das schmeißt mich immer kurz. Das Blöde ist, ich habe da halt so viel Alternativen irgendwie versucht zu finden, aber es ist schwierig dann nicht zu sehr in irgendwas Abgefahrenes abzudriften. Wenn man es wirklich so komisch macht, dann wird es so eine enorme Wichtigkeit und dann macht es irgendwie, ist es seltsam, warum das dann nicht mehr kommt. Also entweder müsste man es dann immer wieder einbauen oder man macht eben diesen Ausruf wirklich. Malte Solo sozusagen und der große Chor ist dann eben dieses Pulver. Oh, es dampft und duftet. Oh, hast dich eingesaut? Mit roter Beete, Alter, kannst du so einpacken. So eine Scheiße auf eine helle Hose. Oh, Scheiße. Kann ich wahrscheinlich wegschmeißen. Ich versuche die gerade nochmal. Aber ich sag mal, die kaputten Hosen haben sich gelohnt, wenn ich das so sehe, weil... Das sieht verdammt lecker aus. Hier, das sieht lecker aus, finde ich. Du hast ja auch schon gedeckt. Chefkoch hat auch schon Wein getrunken hier. Chianti. Ein Chianti. Ein Chianti. Sean, ist sie jetzt hier in der Küche, Kai? Sean hat sich schick angezogen. Zum Essen schick angezogen. Jo. Das ist mein Jackett, mein Dinner-Jackett. Bratensoße! Danke. Das war's auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne Feedback in den Kommentaren da. Oder gebt uns einen Daumen hoch oder auch einen Daumen runter. Und wenn ihr immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann abonniert einmal den Kanal und klickt auf die Glocke. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es bei uns irgendwas Neues gibt. Das war's für diese Woche und macht's gut und bis dahin.